Hey ihr Lieben, ich bin's wieder, Chicolo8. So, jetzt zurück zum Let's Play Cube World. Das hier wird der vierte Part, den dritten habe ich eben schon aufgenommen. Ich nehme jetzt gleich den vierten hinterher auf. Da ich morgen wahrscheinlich nicht zum Spielen kommen werde, aufgrund dessen, dass ich ziemlich vollgestopft mein Terminplan jetzt schon ist, da ich nächste Woche in Urlaub fahre, beziehungsweise am Samstag, wird die nächste Woche von mir dann auch erstmal keine Videos kommen. Es wird dann am Freitagabend noch einen 60-Minuten-Special kommen. Das heißt, heute kommt jetzt noch eins hoch, morgen kommt ein normales hoch. Freitag wird dann das 60-Minuten-Special-Video kommen, was ich über Nacht hochlade. Und ja, da spielen wir dann entweder Cube World oder Euro Truck Simulator oder, das weiß ich jetzt noch nicht. So, wir waren eben in der Stadt. Jetzt muss ich sagen, ich habe es viermal versucht. In der Stadt ist es viermal abgestürzt. Das heißt, ich bin viermal wieder zurückgeworfen worden. Ich schwimme jetzt wieder in Richtung des anderen Landes, habe zwischendrin aber einen Newman getroffen, der uns eine Quest gegeben hat, nämlich etwas auf der Map markiert, wo wir jetzt hingehen sollen, kämpfen sollen, keine Ahnung, was uns dort erwartet. Ich kann mal kurz die Map, während wir schwimmen, aufmachen. Genau, ihr seht, es ist Terumi Forest. Dort sind Schwerter abgebildet, das heißt, dort ist ein Endboss und das sollen wir jetzt machen. Es gibt dort hinten noch Terumi Castle, das habe ich wohl schon gemacht, keine Ahnung. Auf jeden Fall schwimmen wir wieder in Richtung des Dorfs, wo ich angefangen habe, weil in Sita City, ihr habt gerade gesehen, es ist zwar geladen, aber je weiter ich in die Stadt komme, desto schlimmer wird es mit Lags. Die Stadt ist erstens riesig und zweitens schmiert das Spiel sofort ab. Und das kann ich nicht verantworten, weil ich habe keine Lust, den Spielstand zu verlieren. Das heißt, ja. Wenn ihr den Seed, habt ihr euch ja, glaube ich, gemerkt. Ne, von der Map habe ich ihn noch nicht freigegeben. Wenn ihr euch die Stadt angucken wollt, sagt was, dann gebe ich den Seed raus. Ansonsten werdet ihr sie nie zu Gesicht bekommen. Weil ich werde vermutlich dort nicht mehr in die Stadt gehen, da ich weiß, es schmiert ab. Und, Entschuldigung, da ist mir der Spielstand so heilig, als dass ich den aufgeben würde. Wie wir sehen, sehen wir dort gerade einen Fisch, der in einem Berghang hängt. Auch mal eine sehr geile Entdeckung. Ist für einen Joke wert. Ist ein Lanternenfisch. Ich weiß nicht, ob wir den, wenn er da so hängt, töten können. Ich hoffe es mal. Dass wenn wir ihn jetzt genau bewegen, kann er sich nämlich nicht. Gespannt. 10 XP. Hat er irgendwas gedroppt? Leider nicht. Aber 10 XP? Respekt. Dafür, dass ich theoretisch nur einem stillstehenden Mob eine auf die Nase gehauen habe, nehme ich die doch gerne. Ich esse kurz etwas, weil ich nicht weiß, was uns drüben in dem Forest erwartet. Ich selbst war noch nicht da. Aber... Entschuldigung. Uah, Entschuldigung, so. Ich selber war noch nicht da, aber ich bin mal gespannt. Ich habe mir das jetzt fürs Let's Play aufgehoben. Da unten sind Monster-Piranhas. Und die machen mir etwas Angst. Die sind etwas überdimensional. Ich habe noch nie einen Piranha in der Größe gesehen. Und hab's ehrlich gesagt auch nicht vor. So. Da ist unser Questgebiet. Sieht ja danach aus, zumindest nach einem Forest. Noch diesmal einem, der nicht wirklich dicht besiedelt ist. Beziehungsweise dicht bewachsen. Dort unten sind Abenteurer, wie das aussieht. Genau, Elfen. Weiß nicht, sind die uns wohlgesonnen? Nein, sind sie nicht. Dann hauen wir mal lieber ab. Defeat the ruler in the forest. Hier ist alles voll mit Elfen, wie ich gerade sehen muss. Da sind noch mehr Elfen. Ja, ich sag gleich vorweg, wir werden den Endboss hier garantiert nicht packen. Weil so viele Elfen, wie ich jetzt schon sehe, wie hier rumlaufen. Da habe ich eigentlich jetzt schon wieder keine Lust, den überhaupt aufzusuchen, aber naja. Ein Versuch ist es wert. Probieren geht über Studieren.
Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht laufen hier ja auch Leute rum, die uns wohlgesonnen sind. Und Leute, die mir nicht nur ans Leder wollen. Der Geflügelheini schilt Tatun gegen und will ihm ans Leder. Die guten alten Werner-Passagen. Die will uns definitiv auch ans Unterhöschen. Oma, du bist definitiv zu alt für mich. Hey, Bitch! Such dir wen in deiner Größe. Du auch, du Zwerg. Sucht euch doch mal Leute in eurer Größe. So, die hätten wir erledigt, die beiden. Ich weiß nicht, in welche Richtung unser Endboss ist. Da ist unser Terrier. Da ist ein Yellow Bark. Oh. Ich leg mich erstmal hin zum Schlafen, wenn das macht, genau, damit wir unsere Heal Points wieder auffüllen. Ich finde, wir haben uns bisher ganz gut geschlagen gegen die Typen. Verdienen hier ordentlich Cash, wenn ich das gerade mal so unten links am Rand sehe. Ich denke mal, ich hoffe, ihr könnt es auf YouTube lesen. Wir haben eine Silk Chest Armor plus 14 gekriegt. 32 Kupfer, 38 Kupfer, 17 Kupfer und ein Run Iron Shield. Ich kann mal ins Inventory gehen gleich. Warten wir kurz. Ich gehe kurz in mein Inventory. Können wir irgendwas craften? Ja, könnten wir. Ich mache mir nur schnell Essen, weil das werden wir hier auf der Insel definitiv brauchen. Ah, es scheitert an den Zwiebelringen. Genau. Da ist die Silk Chest Armor. Dürfte für einen Wizard sein. Genau, für einen Mage, genau. Aber die ist auch ganz geil. Bestimmt. Also wie gesagt, wenn wir irgendwann Let's Plays zusammen machen. Ja, das war ein Fehler. Gibt's natürlich Beuteteilungen und. Ich bin jetzt nämlich nicht einer von der Sorte, die behalten dann alles für sich. Oder eine Looting-Schlampe, wenn man das so nennen darf. Ich teile alles gerecht und ja. Das Problem ist halt mit Geld, da muss man gucken, dass man sich das so sagt. Das erste Mal holst du dir was, das zweite Mal nehme ich es dann und so weiter und so fort. Level up! So. Kurz warten, weil diese Level-Up-Punkte würde ich gerne setzen. Gegen wen prügelt der sich? Zumindest wissen wir jetzt, dass er sich geprügelt hat, aber nicht gegen wen. Und ich weiß nur, dass wir gerade gleich verprügelt werden. Woo!
Und wenn sie uns entdeckt haben, müssen wir natürlich ran. Er lässt auf der Collie erleben. Ja, wir werden sterben. Aber die 38 Puffer nehme ich natürlich noch mit. Los, Collie, den machst du. Und wir sind nicht gestorben. Auf jeden Fall konnte ich jetzt erstmal keine Stamina-Attribute setzen. Naja. Wir haben aber mittlerweile Level 5. Colli noch Level 4, aber das ändert sich bestimmt noch. So, dann suchen wir doch mal weiter. Hier ist ein Lager. Da sitzt auch wer drin. Oder steht besser gesagt. Muss sagen, die Mobs haben es hier teilweise echt in sich. Ich muss mal kurz das Let's Play unterbrechen. Bin sofort wieder für euch da und dann mit den Questpunkten. So, und da sind wir auch wieder zu Let's Play Cube World. Ich muss einfach nur ab und an mal das Let's Play kurzzeitig unterbrechen. Genau. Da wir dann auch das eben so machen können, dass ich das schneller öffnen kann. Und ja. Ich bin gerade mal am Schauen. Genau. Und Petlove. Wir nehmen das einfach diesmal. So. So wie das aussieht, haben wir es jetzt. Da sind drei Leute. Und alles drei nach. Iron Dagger. Das war einfach diesmal. Aber dass es drei waren, gingen sie ganz schnell tot. Oh, unser Collie ist grün vergiftet, aber der Vorteil ist, wenn ihm was abgezogen wird, heilt er sich sofort selber außerhalb des Kampfes. Das heißt, ja. Pets sind ganz hilfreich. So. Unser Collie ist Level 4, wir sind schon Level 5. Ja. Da haben wir es, genau. Das wollte ich mir angucken. Ein Artless Iron Dagger. Power 14 Damage. Nein, nehmen wir nicht. Wenn Warrior eine 15,5 Rüstung. Ja, die hat's in sich und das dürfte auch für ein Warrior sein. Genau. Und ein Iron Schild, ja. Was will man mehr als Warrior, als eine so schöne Rüstung zu tragen? Ich weiß, was Schöneres zu tragen. Spaß beiseite, nein. Ich spiele kein Warrior. Ich muss mich jetzt in der Nacht hier ein bisschen umschauen. Genau. Weil die Typen kommen aus dem Nichts. Wie ihr seht, laggt es gerade auch ziemlich extrem. Ich kann erstmal nichts machen. Genau. Ich gehe hier mit meiner Laterne. Ja, es ist 22 Uhr erst. Irgendwer schreit hier rum gerade.
Oh, ein Nomade. Gegen den haben wir, sage ich, keine Chance. Ach, das sind die Zwillinge drüben. So, genau. Wie gesagt, ich arbeite auf dem Bauernhof, habe ich ja im letzten Play angedeutet. Hier ist immer ein bisschen was im Hintergrund los. Gerade schreien die kleine Kinder rum, die gerade wahrscheinlich wach geworden sind. Und ja. Er wird uns umhauen, er wird uns umhauen! Aber naja, gut. Es ist Nacht, ich kann nichts sehen. Es laggt wie Hölle. Perfekte Voraussetzung für ein Let's Play. Die Spawns sind hier auch so genial gemacht. Aber ich bedanke mich erstmal wieder fürs Dabeisein. Heute ein etwas kürzeres Let's Play, dafür morgen das Special.